Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Holzer Challenge zusammen mit dem Boxe. Moin Moin. Moin, zusammen sind wir das Team Salty Salty Bean. Beans. Ja, okay, immerhin besser als den Mittwoch, würde ich jetzt behaupten. Wir arbeiten noch dran. So, Boxe, ich schmeiß mal ein bisschen Wasser in unser Fass. Wir könnten. Ja, Mahlzeit, da hat einer wieder WhatsApp vergessen zu schließen. Wir haben wieder nicht mehr ganz so viel Wasser bei uns in den Schafen durch die neuen. Das heißt, ich schmeiß da mal kurz einen Anhänger rein. Oder einen Okay. Tank, was auch immer. Und würde dann sagen, wie quasi in der letzten Folge angekündigt, ich frag mal bei den Nachbarn. Bei Paul und Marc, ob die eventuell Hilfe bräuchten. Vielleicht können wir uns dann dafür halt irgendwie nächstes Mal die Sämaschine oder irgendwie sowas leihen. Mal gucken. Oder hast du noch irgendwie eine Idee, was wir an Arbeit haben? Nee, aktuell nicht. Jetzt muss ich mal anders gucken, ja. Ja, guck mal. Okay. Nee, alles gut. Können wir uns abschminken. Okay. Klang jetzt nicht so gut. Ich dachte erst an eine Investition, aber. Haben wir noch nicht genug Geld für, sagst Haben du? wir noch nicht. Oh, der Simon hat hier auch einen Ballenwagen. Wie, der Simon hat hier auch einen Ballenwagen. Ja, die haben hier eine Immer. Rundwickelkombi. Ja. Die haben ordentlich Ballen auch. Okay. Ja, die haben auch ordentlich Wiese, ne? Also. Das läuft bei denen. Ich finde, ne, wir haben es 5:30 und es wird schon wieder echt dunkel auf der Karte. Krass. So. Ja, ich würde einmal zu den Nachbarn hochspringen, wenn es in Ordnung ist. Ja, mach mal. Super. Ich muss nur mal gucken, welcher Channel der. Da relativ froh, dass. Guten Tag. Hallo. 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 Mahlzeit. Relativ froh, dass ich da bin. Ich werde fast rot, Nee, Paul. nee. Relativ froh, dass wir überall Zäune um unsere Wiesen rum haben. Das kann man für dich tun. Entschuldigung, Täglich. denn das hatte eben besser geklungen, was ich gesagt habe. Ich wollte Hilfe anbieten. Habt ihr irgendwie, braucht ihr jemanden? Wir haben gerade noch ein paar Minuten Zeit. Im Moment sieht's eigentlich ganz gut aus, muss ich sagen. Okay, ja, alles gut. Ich wollte es nur angeboten Warte haben. mal ganz kurz. Klar. Ihr habt doch auch einen Tiefenlockerer, Ja. Ich glaube mit ne? 3 Meter Arbeitsbreite. Das Problem ist, ich krieg jetzt im Moment die Ballen noch nicht runter. Ja, nee. Vielleicht kommen wir später nochmal auf euch zu. Ja, versuch's gerne. Also, ne? Sag Bescheid. Jo. Frohes Schaffen. Tschüss. Tschüss. Ja, nee, die Jungs haben auch nichts zu tun. Jetzt gucke ich gerade mal, in welcher Wachstumsstufe unser Ackergras ist, aber es ist immer noch in der gleichen wie vorhin, bin ich der Meinung. Von daher können wir noch nicht das zweite Mal düngen. Ah, ich würde ja gerne Feld 26 angrenzend kaufen, aber das kostet einfach mal mega viel Geld. Was kostet es denn? Ja, 380.000. Ui. Aber du hast halt Feld 26. Die Wiese quasi unterhalb und gegenüber der Straße, die an unsere Kuhweide angrenzt, das Stückchen Feld. Das ist echt ein großes Feld. Aber nee, können wir uns nicht leisten. Ich guck gerade mal weiter. Was? 184.000. Ja, aber es kostet auch zu viel, ne? Können wir auch irgendwas hier oben nehmen? Die Felder sind zum Teil so groß, deswegen so teuer. Boah, gucke mal, ich hätte jetzt mal eine Frage. Unterhalb der 36 gibt es eine Grasfläche, die wunderbar zu mähen ist. Oder 18, Feld 18. Aber nee, Feld 18 ist zu so teuer. Unterhalb der 37 gibt es eine Fläche, da könnte man überlegen, die zu kaufen. Knapp 135.000. Warte mal. Ja. Wo ist das? Und was habe ich gesagt? 36? Unterhalb der 37. Quasi überhalb von Ron und Simons Feld. Ist ein bisschen Wiese mit ein bisschen Holz. Hm,
spring da mal her, guck, also ist da irgendwas, ja. Ja, nicht wirklich ist da was. Dürfen wir hier schnell Laufen anmachen? Keine Ahnung. Das drin, der Mod? Naja, über F11-Menü, aber... Ich frage mal ganz kurz was. Schönen guten Tag. Guten Tag. Das ist jetzt eine etwas komische Anfrage, aber Ron, dürfte ich einmal in deinen Schlepper hüpfen? Hm? Das ist, wenn ich ihn jetzt angeklickt bekomme. Ich krieg nur den Streuer. Müsste gehen, aber. Ja, ich krieg... Ach so, du musst den Hof hüpfen erst wahrscheinlich, ne? Ja, warte, dann hüpfe ich mal schnell in euren Hof, warte. Lopp. Vielen Dank. Ich hüpfe auch wieder raus aus eurem Hof. Ich wollte nur ganz kurz mal was gucken. Bei dir immer nur so laggy? Ja, leider. Also immer mal wieder. Es wird ein bisschen besser. Mhm. Es kommt, glaube ich, tatsächlich darauf an, an welcher Ecke der Karte ich mich befinde. Aber ich kenne das Problem. Also zuvor hatte ich, obwohl es auch hier immer war, das Laggen, das ist hier momentan wieder weg. Also hier ist diesmal nichts mehr. Du, sei froh, würde ich einfach mal behaupten, ne? Bin ich. Bin also ja auch froh für die Zuschauer, weil die haben ganz schön viel mitmachen müssen und viel durchhalten müssen. Ja, glaube ich. Es ist dann einfach kein schönes Spielen, kein schönes Sehen und von daher, wir geben unser Bestes, dass es flüssig läuft. Jo, das stimmt. Wohl sehr war. Gut. Perfekt. Vielen Dank, dass ich mal kurz in den Schlepper hüpfen durfte. Wenn ihr was habt, ne, wie gesagt, meldet euch einfach. Alles klar, Ro. Danke, tschüss. Bis dann. Tschüss. So, ich bin jetzt hier unten. Ich durfte tatsächlich mal ganz kurz Baron in den Schlepper. Das ist hier eine relativ große Wiese, muss ich tatsächlich sagen. Ich hätte sie gar nicht so groß geschätzt von der Karte her. Ja, ich, oder in der Nachmittag, schauen wir mal. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung, ich wollte nicht zu euch. Warum nicht? Ja, indem man die falsche Taste auf der Tastatur gedrückt hat. Das ist, Hotkeys sind schwierig. Ah ja. Ah ja. Ich wünsche was. Tschüss. Bis später. Tschüss. Mann! Was ist los? Ja, ich habe den falschen Hotkey bei mir gedrückt. Schwierig. Ich sollte die mal umlegen. Ich war gerade versehentlich bei Werner. Gott sei Dank noch früh genug gemerkt. Soll ich mal ein bisschen Silage verkaufen, dass wir uns diese Wiese leisten können? Kannst du jetzt gleich schon leisten. Ja. Ich würde trotzdem noch den Anhänger Silage einfach kurz holen. Ja, kannst du gerne. Wir haben ja noch eigentlich was drin, ne? Gut was drin, meine ich. Oder? Ja, ja, der Anhänger steht oben auch immer noch beim Fermentierer. Ich hatte vorhin schon was eingeladen. Jetzt müsste die nächste Stunde quasi angebrochen sein, sodass der jetzt voll ist. Und dann kriegen wir ja nochmal, ich glaube, knapp 12.000 oder was das dafür waren. Und dann haben wir auf jeden Fall die Kohle zusammen und können da ein bisschen rummähen. Ist halt, ist ein Grasfeld, richtig? Ist ein Grasfeld, leider. Aber, ja. Nehmen wir einfach mit. Das ist halt das, was wir uns gerade leisten können, tatsächlich. Ich meine, das kann man ja auch umändern. So ist ja, ja natürlich, das können wir immer noch umändern. Das ist auf jeden Fall auf der höchsten Stufe erntereif. Ja, macht ja auch Sinn, Ackergras rauszumachen, auf jeden Fall, ne? Ja, klar. Oder, wie gesagt, also halt einmal abernten und dann Ackergras drauf. Das wäre eine Möglichkeit. Palla. Genau so. Ich habe jetzt 18.000 Liter Silage dabei. Das heißt, ich fahre jetzt einmal kurz runter. Und dann kaufen wir uns einfach unser erstes neues Feld. Wir haben es auch endlich geschafft, Boxe. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben es 18 Uhr. Wir haben jetzt die erste Folge am Freitag. Das heißt, wir haben noch eine am Freitag und eine am Sonntag. Nee, wird nicht passen. Wir werden diese Session nicht mehr spulen. Sonst hätte ich überlegt, ob wir noch warten und noch einen großen Silageverkauf vornehmen. Weil wir ja über Nacht ordentlich Silage aus dem Fermentierer holen können. Aber das schaffen wir nicht. Das macht dann, glaube ich, keinen Sinn, oder? Einmal gleich was gucken. Und zwar das Feld, was du jetzt gekauft hast. Muss das irgendwie noch gedüngt werden oder irgendwas? Oder? Wir haben noch keins gekauft, aber warte. Oder was du gleich kaufst, sagen wir es mal so. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Quatsch, in die Richtung. Es ist, benötigt auf jeden Fall Kalk und es ist 0% gedüngt.
Also ja, düngen könnte drauf, aber das Problem ist, düngen auf Vollerntereif wird nicht klappen. Maschira fährt schon wieder auf die falsche Seite. Also irgendwie scheint man in Belgien anders zu fahren als bei uns. Sag mal, was ist eigentlich, wenn, hör mal, pass mal auf, lohnt sich das, wenn man erntet ein Feld? Also wenn man eine Mission annimmt und das erntet? Ja, wenn du das voll erntest, kriegst du natürlich immer ein Stück, darfst du immer ein Stück vom Kuchen behalten, ne? Die Sache ist die, was kostet nochmal, was machen wir ausrechnen hier? Zum Beispiel Feld Nr. 21 ernten. Ja, wie groß ist denn Feld 21? Wir zahlen ja nach Hektar den Mähdrescher. 4,29. Ich weiß gerade tatsächlich leider nicht, was der Hektar kostet. 1,4 kosten 77 Dreschen, Euro. Dreschen, ne? Dreschen meine ich. Ja, Dreschen. Dreschen ist doch normales Ernten mit dem Mähdrescher. Ja. 55 Euro kostet uns der Hektar. Und dann bekommen wir 7.700 Euro. Warte mal, ist das... Ja, 7.700 Euro plus halt ein Stückchen vom Kuchen, muss man einfach so sagen, ne? Warum haben wir nochmal 2.051 bezahlt? Hä? Ist echt so. Sonstiges. Da hat jemand... Hat Paul noch unsere? Ich glaube, ich frag ihn mal ganz kurz. Schönen guten Tag. Hallöchen. Danke, jetzt bin ich falsch gefahren. Wir haben gerade 2051 Abzug bekommen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob du die Feldspritze schon zurückgebracht hattest. Wir haben sie gerade aufgefüllt. Wie viel waren es? 2051. Jawohl. Perfekt, alles gut. Ich wollte nur gefragt haben, wir hatten uns gerade gewundert, weil wir gerade auf die Finanzen geguckt haben und denken, was kommt denn da? Nee, passt. Okay, mehr wollte ich gar nicht. Dankeschön. Dann bis später. Jo. Tschüss. Tschüss. Jo, haben wir jetzt bekommen, auch die Differenz von 49 haben sie quasi damit direkt ausgeglichen, passte genau. Also haben wir jetzt dafür eine volle Feldspritze bekommen, dafür, dass wir sie einmal ausgeliehen haben. Boxe, ich bin, wie gesagt, echt noch so ein bisschen am Überlegen, was kostet das hier oben? Warum sehe ich nicht, was das kostet? Warum sehe ich jetzt gerade nicht mehr, was die Felder kosten? Kannst du mir mal sagen, was Feld 8 da oben kostet, bitte? Kann ich gerade nicht. Okay, mir wird es gerade nicht mehr angezeigt. Bin ich kein Farmmanager in unserer eigenen Farm, weil ich rausgegangen bin? Wo ist denn jetzt unser Hof hier? Och nein, kannst du mir mal bitte Farmmanager-Status geben? Unser Hof, wo bist du denn? Warte mal. Unser Hof ist rechts da durch und dann links. Hinter Werner quasi her. Ja. Ich habe leider den Farmmanager-Status verloren, weil ich aus dem Hof gehopst bin. Damit ich bei Ron ins Gerät hüpfen konnte. Eisen, pinke Ballen. Die machen auch Ballen. Ja, Ron und Simon machen alle machen ja, auch Ballen. Ja, aber für Paul. Für Paul? Glaube ich schon. Wo? Nee. Paul ist doch auf seinen Feldern unterwegs. Ja, du meinst... aber auf Pauls Feld lag gerade ein pinker Ballen. Ah, okay. Interessant. Ich weiß gerade gar nicht, was die auf ihren Feldern tatsächlich haben. Hattest du mir gerade schon Farmmanager gegeben? Ja. Dann kann ich gleich mal gucken, was die Felder kosten. Weil, wie gesagt, ich bin immer noch am Überlegen, ob wir vielleicht noch ein bisschen warten... Und lieber einmal Fett investieren, statt nur so ein kleines Grasfeld. Weißt du, was ich meine? Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Oh, jetzt war ich mal freundlich. Ja, vielen Dank. Ich habe euch eure Feldspritze wiedergebracht. Habe ich da ordentlich und natürlich sauber wieder hingestellt. Ne? Hoch die Hände, Wochenende, hup, hup, hup. Ja, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Sonst noch? Achso, nö. Ein Tschüss kann er nicht sagen. Mann, wir müssen den Markt noch erziehen. Hast du gerade was gemacht? Ja, ne? Ich habe gerade unsere Feldspritze aufgefüllt, okay. Werner ist aber auch schon echt wieder krass dabei. Der ist mir schon wieder gerade entgegengekommen mit neuen Ballen. Ich muss gleich mal gucken, was die schon wieder an Kohle haben. Ja, die sind viel effektiver.
krasser Scheiß, alter Wahnsinn. Und ich glaube, die haben noch nicht mal den Backm eingesetzt. Der steht hier die ganze Zeit einfach nur demonstrativ. Ich freue mich schon aufs Video, wenn man wirklich sieht, so, den stelle ich jetzt hier demonstrativ in die Einfahrt. Den haben die noch nicht einmal eingesetzt. Krass. Läuft auf jeden Fall bei den Jungs. Ja, Boxer, dann lass uns gleich nochmal in einer zweiten Freitagsfolge diskutieren, was wir jetzt mit unserem Geld machen. Ob wir jetzt schon investieren sollen oder noch nicht. Oh. Ah, Mashira ist da oben auf unserer Wiese unterwegs. Mann. Hier. Oh, der Gutierhof hat aber erst wieder 13.000. Die müssen noch irgendwas Neues gekauft haben. Boxe fährt heute Mission ohne Ende. Aber sowas von, ja. Können wir eventuell wechseln? Dann würde ich mir, würde ich die Paletten schon mal wegbringen gleich, die Schafspaletten. Ach so, Fahrzeuge, meinst du? Ja. Kannst du machen. Kommst du eben hoch? Runter, ne? Ach so, ja. Ah, sonst... nee, hoch. Ja, okay. Gut, wir sind aber schon wieder am Ende für der heutigen... Nein, wir sehen uns nachher nochmal. Siehst du? Wenn ihr wollt, sehen wir uns um 16 Uhr nochmal zu einer weiteren Folge. Und ich hoffe, dann habe ich Boxer getroffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Hä?